Die Reihung von Oskar Schlemmer. Eines von fast 340 Werken, deren Herkunft das Kunstmuseum Bern genauer prüfen will. Wir wissen nichts über die Vorbesitzer dieses Werkes. Und das ist kein Zustand, mit dem man heute als Museum leben kann. Um die Herkunft der Bilder zu prüfen, wären Bundesgelder willkommen. Denn diese Arbeit sei aufwendig. Es gibt nicht mehr viele direkte Hinweise. Die Protagonisten leben nicht mehr. Man arbeitet mit Verdachtsmomenten, mit Indizien. Man muss in Archiven Informationen suchen. Bundesgeld für Provenienzforschung. Darum haben sich neben Bern etwa auch Basel, Zürich oder Luzern beworben. Die Bundesstelle für Raubkunst prüft derzeitige Suche. Die Gelder seien aber nur eine Art Anschubfinanzierung. Das ist eine Hilfe, damit die Museen ihre Verantwortung in diesem Gebiet wahrnehmen. So, diese 2 Millionen helfen die Museen, aber das ist gar nicht das Ziel, dass der Bund somit alle Kosten übernimmt. Kunstexperte Andrea Rascher begrüßt das Vorgehen des Bundes. Wichtig sei, dass die Museen ihre Resultate öffentlich zugänglich machen. Und? Man muss neben der Raubkunst, die von den Nazis geraubt wurde, auch das sogenannte Fluchtgut einbeziehen. Also jene Güter, welche Juden verkaufen mussten, um überhaupt ihre Flucht vor dem sicheren Tod zu finanzieren. Provenienzforschung braucht Zeit und Geld. Die Bundesgelder könnten den entscheidenden Anstoß bringen. Die Verantwortung liegt aber letztlich bei den Museen selbst.